Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Das verspricht immer reichlich Tore zuletzt. Aber leider nicht so reichlich auf Werder-Seite. 1:4 hieß es im Dezember im Borussia-Park in Gladbach. Aber an dieses Spiel wollen wir gar nicht so intensiv denken, sondern eher nach vorne schauen. Und da gab es heute auch wieder reichlich Tore, auch für Werder. Das kann ich schon mal versprechen. Beide Teams begannen sehr engagiert. Werder mit der ersten Möglichkeit nach gut 6 Minuten. Levin Öztunali. Öztunali auch heute wieder sehr engagiert, gerade einmal 18 Jahre, durchaus konkurrenzfähig. Aber auch Gladbach mit Offensivdrang. Wir kennen das ja leider aus der Bundesliga. Die brauchen nicht viele Chancen. Max Kruse hier mit der ersten. Stark gehalten von Raphael Wolf. Es war ein schönes Kräftemessen hier von Beginn an. Werder stand hoch, attackierte die Gladbacher früh und er spielte sich so seine Möglichkeiten. Ballgewinn durch Bartels. Das ist Bargfrede auf Junuzovic. Die nächste Chance für Werder. Guter Versuch vom österreichischen Auswahlspieler. Werder, wie gesagt, sehr weit aufgerückt. Das ist für die Borussia natürlich nicht das Schlechteste, denn umschalten, das können sie so wie kaum eine andere Mannschaft in der Bundesliga. Max Kruse und Finn Bartels im letzten, im wirklich allerletzten Moment klärt er zur Ecke. Schöner Pass von Hermann auf Kruse und Finn Bartels macht das richtig stark. Schnelles Umschaltspiel, Lektion 2. Havard Nordveit. Dahms. Kruse, wieder Dahms und über Umwege gelangt der Ball irgendwie zu Max Kruse. Und jetzt ist er drin. Max Kruse, der dritte Versuch, sitzt endlich. 1:0 für Borussia Mönchengladbach. Die Führung nicht unverdient, aber sicher auch etwas glücklich. Denn Werder spielt hier durchaus auf Augenhöhe mit den Gästen. Werder trotzdem weiterhin aggressiv und in Spiellaune. Wie der Öztunali, dieses Mal für Lorenzen. Lorenzen, fast der Ausgleich. Bisher die beste Chance für Werder. In der Bundesliga, da hat er so einen gemacht gegen Hannover 96. Ein richtiges Traumtor war das. Der war sicher noch ein bisschen schwerer als dieser. Das macht er trotzdem klasse hier. Dann allerdings etwas zu ungenau. Kaum 5 Minuten später Gladbach mit dem langen Ball und diesem Zweikampf. Andrean gegen Garcia, nicht abgepfiffen. Und das Tor, 2:0. Schiedsrichter Matthias Jöllenberg gibt den Treffer für Gladbach. Aber da schauen wir noch mal genau hin. Für mich ist das ein Foul und so der Ärger von Garcia natürlich nachvollziehbar. 2:0, damit ging es dann aber auch erstmal in die Pause. Nach dem Seitenwechsel Werder nochmal engagierter als in Durchgang 1. Gute Kombination zwischen Junuzovic und Ajicek, das ist Sternberg und Selke verpasst. Ajicek nochmal im Nachschuss und nochmal Ajicek. Werder spielt hier richtig gut. Nur der Abschluss bisher zu unpräzise. Aber Werder ließ nicht locker. Dauerdruck unserer Jungs aufs Gladbacher Tor. Gut 5 Minuten später, Junuzovic schickt Sternberg. Selke verpasst, aber Ajicek ist da. Der Anschluss absolut verdient. Levent Ajicek, trocken sein Abschluss, lässt dem Gladbacher Schlussmann keine Abwehrchance. Wieder nur 5 Minuten später. Schöner, öffnender Pass von Felix Groß auf Jannik Sternberg. Selke in der Mitte, vergibt. Aber Junuzovic ist da und macht den Ausgleich. Nochmal Sternbergs Flanke. Da kommt auch der Kameramann nicht mit. Selke vergibt noch, aber Juno reagiert blitzschnell. Und dann mit dem Tunnel für Jannis Blaswig. Werder jetzt richtig on fire. Presste, rannte und eroberte den Ball. Zlatko Junuzovic alleine auf Blaswig zu. Und das 3:2. Werder dreht dieses Spiel.
Slatko Junusovic krönt dieses Pressing seiner Mannschaft mit dem Führungstreffer. Absolut verdient. Werder zeigte jetzt, was Gladbach im ersten Durchgang ausgezeichnet hatte. Nach Ballgewinn schnell in die Offensive umschalten. Maximilian Eggestein auf Davy Selke. Der lässt Stranzel einfach liegen. Im Abschluss dann allerdings zu harmlos. Schade, da war mehr drin. Die Szene ungekürzt. Nochmal Selke. Und wieder kein Tor. Schade. Davy Selke macht einen engagierten Eindruck hier. Nur im Abschluss, da fehlte ihm die nötige Präzision. Das war es dann aber aus Belek. 3:2 gewinnt Werder auch sein drittes Testspiel in diesem Jahr. Die Gladbacher zeigen in Durchgang 1 ihre Klasse. Nach der Pause Werder dann deutlich überlegen. Damit ein verdienter Erfolg.